Keke, herzlich willkommen. Wir haben eine Zuspielung vorbereitet, die für mich ungeheuer stark ist, sehr aussagestark. Da triffst du den Kurt Bergmann. Es ist ein Bild aus neuerer Zeit. Und der Kurt Bergmann begrüßt dich mit einer Herzlichkeit, wie sie nur statt. Da haben wir das Bild. Schau dir das an. Du in voller Montur und der Kurt strahlend vor dir. Ich meine, dass euch noch heute eine tiefe Freundschaft verbindet. Ja, absolut. Ich habe ja alles gelernt von Kurt damals. War neu in Europa, konnte kaum Deutsch sprechen und Gott hat es mir alles beigebracht. Du bist gekommen nach Europa, man kann das ruhig klar und deutlich sagen, eigentlich mit nichts. Vielleicht mit deinem Pass und mit dem, was du am Leibe hast. Viel mehr war es nicht. Oft hat ein Dach über dem Kopf gefehlt, das Zelt ersetzte oft das Hotel. Es gab eine Adresse, Campingplatz Zell am See, glaube ich. Du hast Heidelberger Freunde gehabt, du hast viele Freunde gehabt. Du hast die ersten 7000 Mark für dein erstes Formel-V-Rennauto in der 1300er Konkurrenz geliehen. Hast gleich 18 von 20 Rennen gewonnen. Und du hast auf dem Weg zu einem Rennen nach Karlskoga, meinem Kollegen Klaus-Peter Backfisch, der viele Bücher geschrieben hat, gesagt, und ich frage dich jetzt, ob das stimmt damals, es war 1974, ich werde Weltmeister in der Formel 1. Hast du das gesagt, damals um diese Zeit? Keine Ahnung, aber immer gut vorausgesagt, wenn es wahr ist. Also der Herr Backfisch ist mir so glaubwürdig, und er hat gesagt, es ist nicht zu glauben. Ich habe ihm damals geantwortet, ja, das wollen wir alle. Aber er ist es wirklich geworden. Mit eisernem Willen, mit sehr viel Energie, aber komischerweise doch nie mit jener Verbissenheit, die leider oft heute anzutreffen ist. Du bist immer locker geblieben. Ja, ich glaube, es kommt dadurch, ich hatte einfach eine sehr große Liebe für den Sport. Durch Formel V-Sport war es möglich, für einen Normalbürger einzusteigen. Durch Kurt Bergmann war es möglich, in den Profisport einzusteigen. Und irgendwo in Hannover gab es immer ein Rat und Tat am Ende des Jahres, wie es überhaupt weitergehen sollte. Keke, da hatten wir gerade ein Bild, es war herrlich. Du warst sehr wohl genährt in früheren Jahren. Inzwischen hat natürlich die Formel 1 ein bisschen gezehrt, ist ein bisschen Gewicht leider abhanden gekommen. Wir hatten noch ein herrliches Bild, ich weiß gar nicht, ob es schon da war. Du hast schon sehr, da ist zum Beispiel noch eins, du hattest sehr früh schon auch deine Leute, die für dich gearbeitet haben. So zog der Kollege Kenneth Persson dich auf einem Anhänger durchs Fahrerlager und du lesend hinten drauf sitzend mit einem Stuhl. Ein traumhaft schönes Bild. Es gab von dir so viele herrliche Geschichten. Da ist es, da ist es, da haben wir es. Schauen Sie sich das an. Du hattest schon immer deine Bediensteten, nicht? Ja, also die Super-VWRen, die waren ja noch wirklich einmalig. Wir waren so 10, 15 Skandinavier, die Visigoner durch Europa gejagt haben. Jede 14 Tage, zwei Tage arbeiten und den Rest war nur Spaß und Blöderei. Dazwischendurch hat Kurt uns natürlich gesucht, ab und zu mal mit Polizei oder irgendwas. Die müssten in der Gegend sein und so weiter. Herrliche Zeit und es gibt auch, glaube ich, nie mehr in Motorsport diese Art und Weise von Motorsport zu treiben, wie es damals war.